Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Gestern haben Bäuerinnen und Bauern aus dem ganzen Land protestiert. Und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist der geplante Wegfall von Vergünstigungen für Agrardiesel. Aber es steckt auch noch mehr dahinter. Die Landwirtschaft fühlt sich generell gerade von der Bundesregierung sehr ungerecht behandelt. Und das ist der Grund, warum gerade protestiert wird. Manche Leute mag das vielleicht verwundern, wenn auf einmal ganz viele Trecker dann in der Stadt sind und protestiert wird. Aber wir als letzte Generation stehen mit vollem Verständnis hinter diesem Protest. Denn die Landwirtinnen haben recht, wenn sie sagen, dass die für den Klimaschutz notwendigen Anstrengungen unfair verteilt werden. In diesem Fall sollen Landwirtinnen mehr Steuern zahlen, weil Subventionen gestrichen werden. Für Höfe, die unter massivem Druck stehen, ihre Produkte billig zu verkaufen, wird das wirtschaftliche Überleben dadurch immer schwieriger. Stattdessen könnte das Dreifache an Geld eingefahren werden durch die Streichung des Dienstwagenprivilegs, wo zum Teil Luxusautos für sehr Wohlverdienende mit subventioniert werden. Auch viele andere Maßnahmen im Haushalt der Bundesregierung sind ungerecht, wie zum Beispiel der erhöhte CO2-Preis oder der höhere Netzentgeltpreis, weil dadurch Strom und andere Verbrauchsgüter für alle Menschen im ganzen Land einfach teurer werden, was dann aber wiederum die Menschen mit dem geringen Einkommen am meisten zu spüren bekommen werden, während es für viele Wohlhabende vielleicht nicht den größten Unterschied macht. Und das könnte man ganz einfach auflösen, wenn wir das Geld, was wir dadurch einsparen, durch die CO2-Bepreisung, wieder zurück an die Menschen geben. Das ist das sogenannte Klimageld, was uns sowieso von der Bundesregierung schon versprochen wurde. Und das geht ja nicht, weil da müssen ja Löcher im Haushalt gestopft werden. Da drängt sich eigentlich die Frage auf, warum muss eine Rentnerin, um über die Runden zu kommen, Flaschen sammeln und jetzt auch noch mehr zur Kasse gebeten werden, um Lebensmittel einzukaufen, während es immer noch keine Steuersätze auf Milliardenvermögen gibt? Warum sollen nicht auch die Profiteure der Klimakrise dafür aufkommen, was für einen Schaden sie verursacht haben? Wo sind höhere Steuern für Gas- und Ölkonzerne, die über die letzten Jahre Rekordgewinne eingefahren haben? Die fossilen Subventionen, die müssen ganz klar abgeschafft werden. Und gleichzeitig brauchen wir sehr viel Geld, um gemeinschaftlich, gemeinsam die Klimakrise zu meistern. Und wenn die Bundesregierung dabei aber soziale Gerechtigkeit außen vor lässt, dann wird das nicht funktionieren. Es funktioniert einfach nicht. Und es wäre auch explizit falsch, es einfach zu versuchen. Also wenn du es auch ungerecht findest, wie die Politik gerade agiert, dann komm am 3.2. mit zur Massenbesetzung nach Berlin. Wenn wir nur genug Menschen werden, dann können wir es schaffen, dass die Bundesregierung uns ernst nimmt und endlich eine Klimaschutzpolitik macht, die sozial gerecht ist.